Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es einen Food Live Haul geben. Ich war einmal bei Markhof und jetzt gehe ich gleich zu Lidl, aber ich habe gedacht, ich drehe das Ganze erstmal hier vor. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal Leute, was ich hier cooles entdeckt habe. The Taste of Winter. Warme Schokoküchlein. Nichts gegenüber mein Englisch, ich kann kein Englisch. Dann haben wir hier noch das hier. Dann Zimtmousse und Duo-Mousse. Keine Ahnung. Ofen-Crublé. Ach, lassen wir das Ganze. Ich kann es nicht aussprechen. Die Packung 1,99 €. Wollte ich euch nochmal eben kurz zeigen. Vielleicht für irgendjemanden ja interessant. Ich kann noch in der Makro-App ein bisschen sparen. Und deswegen nehme ich hier Milchreis mit. Ich glaube, das war das hier, Mondamin, was im, beziehungsweise für was ich Cashback zurückbekomme. Ich wollte gerade sagen, was im Angebot ist. Nein, für das ich Cashback zurückbekomme. Ich gucke ja gleich nochmal. Es müsste aber Mondamin sein, wo ich glaube 30 Cent, 50 Cent, irgendwas kriege ich da zurück. 1,19 €, ja, kaufe ich dann halt zum Angebotspreis. Finde ich halt ganz cool. Ich nehme hier einmal klassische Art mit und ist ja alles klassische Art. Hier sind Kirschen drauf und hier sind Erdbeeren drauf. Naja, ich nehme mal die beiden hier mit. Dann wollte meine Mutter, dass ich Pudding mitnehme, beziehungsweise hier das von Dr. Edgar. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mitnehmen soll. Hier gibt es einmal Zitronengeschmack, Sahne, Karamell gibt es hier. Vanille, oh, Nougat-Geschmack. Nougat-Geschmack für 99 Cent, das schmeckt bestimmt richtig gut. Familien-Creme-Pudding. Das spricht mich jetzt an, aber das hier irgendwie auch, dieses Karamell. Ich nehme mal... Obwohl so beides in die Richtung ist auch scheiße, oder? Weiße Schokolade. Dann nehme ich die beiden mit. Schmeckt bestimmt richtig geil zusammen. Die erweitern deren Backabteilung immer mehr und immer mehr. Ich finde das hier richtig cool. Zum Beispiel gibt es ja gerade so ein Goldspray für 7,49 €. Aber finde ich halt richtig, richtig cool. Oder hier zum Beispiel sowas. Hier diese ganzen Figürchen, die man da drauf machen kann. Hier zum Beispiel solche Blüten, Buchstaben, Anker, Perfekt, Nordsee. Wir haben hier... Marienkäfer, das finde ich richtig cool. Und zwar herzlichen Glückwunsch. Mein Vater hat nämlich am 10. Geburtstag. Kostet 2,49 €. Nehme ich mal mit. Da hinten haben wir noch Schmetterlinge und sowas. Ich wollte jetzt gerne eine 5 und eine 2 noch mitnehmen. Das Ding an der ganzen Sache. 5 gibt es noch in Gold, aber 2 gibt es nicht mehr in Gold. Und ich kann ja schlecht rosa nehmen. Und blau und Gold ist halt auch zusammen scheiße, so wisst ihr. Ja, dann bleibt es nur hierbei. Was haben wir hier? Goldglitzereffekt. Für 3,99 € Rubinglimmer, Silberglimmer für 4,99 €. Hier unten haben wir dann noch so Creme-Pudding von Baileys. Richtig cool. Classic, Salted Caramel und Apple Pie. Richtig cool, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist bestimmt neu. Meine Mama hatte vergessen, Wrap mitzunehmen. Oh mein Gott, was ist das denn hier für ein XXL-Wrap? Richtig, richtig cool für 1,99 €. Ich nehme jetzt da unten nochmal die stinknormalen mit. Hier, ich finde, die reißen irgendwie übel schnell. Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich die befülle, dann sind die so schnell kaputt. Deswegen finde ich die so ein bisschen besser. Egal wie von Aldi oder von Lidl oder von wo auch immer. 6 Weizen-Wraps, wie auch immer. Kosten 1,19 € und dann nehme ich nochmal dieses Kebabbrot mit. Da habe ich nämlich ein cooles TikTok zu gesehen. Möchte ich gerne nachmachen. Kostet 2,19 €. Dann nehme ich nochmal das hier mit. Und zwar von Harry Rosinenstuten. Ich weiß nicht, wieso, Leute. Ich habe Rosinen gehasst als Kind, als Teenager. Ich habe es gehasst. Ich habe mich davor so geekelt. Momentan geekelt. Momentan liebe ich es einfach so krass, Rosinen zu essen. Also wie sich der Geschmack krass ändern kann. Kostet 2,19 €. Ich mag noch eine andere Sorte davon. Aber die sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich glaube, die haben die auch gar nicht. Nee, sehe ich nicht. Ja, ich nehme dann das hier mal mit. Gibt noch das hier so in süß. So, wisst ihr, wie ich das meine? Also ohne Rosinen, aber trotzdem in süß. Waffeln nehme ich jetzt auch noch mal mit. Ich muss noch mal zu Lidl fahren. Ich nehme jetzt die mit, aber zu Lidl muss ich trotzdem noch. Weil bei Lidl haben die sowas hier mit Schokolade drin. Und so, wisst ihr, wie ich das meine? Richtig, richtig, richtig lecker. 12 Stück sind hier einmal. Was die kosten, kann ich euch jetzt nicht sagen. Hier ist irgendwie kein Preis. Doch, 1,19 € kosten die Waffeln. Und dann noch das hier. Es kostet 2,19 €. Oh mein Gott, ich liebe diese Waffeln, Leute. Lütticher Zuckerwaffeln. Geil. Einfach lecker. Mega cool. After 8 hier in so einer Winter Edition. Also sieht zumindest so aus. Richtig cool so mit Schneeflocken und einfach richtig cool. Und ich habe jemanden aus der Familie, der After 8 einfach so unglaublich liebt. Ich kann ein Stück davon essen, dann hat sich das aber auch irgendwie bei mir. Ist nicht so meins. 1,99 € die Packung. Ja, stelle ich mir auch ganz gut vor im Geschenkekorb.
Ich würde mal sagen, ja, eine Packung reicht. Hier haben wir richtig, richtig viel schon für Weihnachten. Und hier kommt einiges jetzt mit. Einiges für die Kinder. Hier zum Beispiel von Smarties gibt es jetzt neu. Habe ich die letzten Jahre nie gesehen. Mit so einem Kuscheltier mit dabei. Hier haben wir zum Beispiel so einen Pinguin. KitKat, richtig, richtig cool. Einmal hier so nehme ich auch 3 Packungen gleich mit für 2,19. Muss kurz stoppen, Kundin. So, hiervon nehme ich jetzt gleich 3 mit. Ich finde KitKat richtig, richtig lecker. Smarties, nee, lass ich mal. Aber jetzt habe ich das hier noch gesehen. Richtig cool. Weihnachtskugeln haben wir hier einmal für 2,19 €. Oder hier so 3 kleine Weihnachtsmänner oder einen großen Weihnachtsmann für 2,19 €. Nee, ich glaube, ich nehme mal hier. Oder? Das sieht doch auch viel cooler aus, oder nicht? Aber die kleinen finde ich jetzt nicht so toll. Nee, dann nehme ich einen Weihnachtsmann mit. Auf der anderen Seite haben wir das hier von Kindermix. Kaufe ich jedes Jahr. Da muss ich 3 Tüten mitnehmen. Nehme ich einmal einen Weihnachtsmann mit, einen Schneemann. Und mehr Auswahl haben wir natürlich nicht. Dann nehme ich noch einen Weihnachtsmann. Oder soll ich 3-mal Weihnachtsmann direkt mitnehmen? Ist besser, oder? Ich kann doch leider nicht sagen, was die kosten. Ich sehe hier keinen Preis dran. Nee, ich sehe keinen Preis dran. Ja, auf jeden Fall kommen jetzt hiervon 3 mit. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Milka-Zeug. Hier zum Beispiel auch ein Weihnachtsmann. Sieht aus wie das Spielzeug von Rex. Ja, oder hier sowas auch ganz toll. Gehen wir mal auf die andere Seite schauen, was ich da finde. Hier haben wir dann einmal diese stinknormalen Tütchen und so, die wir auch kennen für 1,99 €. Hier haben wir zum Beispiel auch noch sowas. Das kenne ich nicht. Also diese Eier hier in Kakao. Ich kenne nur diese blauen. Oder die hier. Die sind auch sehr, sehr lecker. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Kinderüberraschung in mega, mega groß. Oder so Tütchen. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Mega, mega viel gibt's hier. Schaut euch mal diese Söckchen hier an. Richtig niedlich. Oder hier diese Kuscheltiere. Hier haben wir noch mehr Socken. Bisschen Dekoration. Ich muss so sagen, dekomäßig würde ich ihn nicht kaufen. Ist mir ein bisschen zu teuer. Aber was ich ganz cool finde, ist immer sowas hier. Weil solche Sticker gibt es irgendwie immer weniger bei Kick und bei Teddy und sowas, was ich voll schade finde. Am liebsten habe ich die hier, weil die kannst du nämlich von außen auch sehen. Solche ganzen Bildchen sind zwar von innen ziemlich schön, aber von draußen siehst du das halt nicht so toll. Deswegen mag ich sowas viel, viel lieber. Da nehme ich jetzt aber auch ein bisschen mit. Da würde ich jetzt auch mehr Geld für ausgeben. Ich nehme einmal das hier mit. So, was die kosten, kann ich euch gerade so jetzt nicht sagen. Weil 4,99 €. Ich glaube, dann kosten alle 4,99 €. Ja, also das kommt einmal mit. Das kommt einmal mit. Und das da unten würde ich gerne einmal mitnehmen. Das andere gefällt mir nicht. Dann haben wir hier noch so einzelne. Die hier. Ach nee, ist glaube ich dasselbe, ne? Die gibt leider nicht in weiß, schade. Ja gut, dann einmal die 3. Hier gibt es sogar von Kinder so einen Zug. Feiere ich gerade auch richtig, richtig. Ja, und dann halt einfach so Schoki-Adventskalender. Madagaskar, Jurassic World haben wir hier und vieles andere. Und sogar ein After-8-Adventskalender. Ich habe jetzt gerade an der Seite nochmal das hier gefunden. Das finde ich jetzt auch ganz schön. Das nehme ich auch nochmal mit. Wird jetzt ein teurer Spaß, aber ich mag sowas an den Fenstern sehr gerne. Und dann haben wir hier wunderschöne Keksdosen. Ich muss euch das jetzt einfach mal zeigen, auch wenn das nicht zum Foodhaul dazu gehört. Aber ich bin ja hier im Laden. Ich wollte eigentlich meine Milchgeister wieder mitnehmen. Aber denkt ihr, es gibt die hier? Nö, es gibt hier alles von einem 2, aber nicht meine Milchgeister. Manu, dann muss ich nochmal zu Aldi fahren und da gucken. Aber diese Milchbubis sind auch voll lecker. Die nehme ich dann jetzt mit ausnahmsweise 99 Cent. Was auf jeden Fall immer mal zwischendurch geht, ist von gut und günstig so ein Topf. Linseneintopf haben wir hier, Bohneneintopf, kaufe ich sehr gerne, Gulaschtopf. Oder hier auch diese Suppen, finde ich richtig toll. Einmal von gut und günstig nehme ich Ravioli mit für 1,59 €. Dann nehme ich einmal Gemüseeintopf mit für 2,49 € und eins darf ruhig noch.
So, jetzt nehmen wir mal Bohneneintopf oder Linseneintopf. Ich nehme Bohnen. Ich mag Bohnen sehr, sehr gerne. 1,59 kostet das. Seit wann gibt es von Funny dieses 5 Minuten oder hier sogar 3 Minuten Dingsbummens? Wo war ich denn? Ich war doch nur safe anderthalb Wochen nicht einkaufen. Wie viel Neues gibt es hier eigentlich? Oder ich habe es jedes Mal übersehen. Knorr kenne ich und Maggi kenne ich, ne? Ist sogar teuer. Maggi ist am günstigsten mit 1,29 und die kosten 1,49. Also krass. Hier gibt es Birkel, kenne ich auch nicht. Ich will das mal probieren. Was nehmen wir mal mit? Was gibt es denn für Sorten? Kartoffel. Kartoffeln gibt es ja nur. Alles nur Kartoffel? Was ist das hier? Kartoffelsnack mit Käse und Brokkoli. Okay, das hört sich doch mal ganz gut an. Dann nehme ich mal das mit. Mal gucken, wie es schmeckt. Von Knorr sind ein paar Suppen im Angebot für 49 Cent. Zum einen geht immer Knorr-Sternchensuppe für 49 Cent haben wir hier einmal. Dann Buchstabensuppe. Finde ich immer sehr, sehr gut. Frühlingssuppe, weiß ich nicht. Könnte man eigentlich auch mitnehmen. Nee, dann bin ich eher für Hühnersuppe. Für Hühnersuppe, dann haben wir 3 Stück. Das sollte dann reichen. So alles andere ist nicht meins. Nee. Ja, dann einmal Sternchensuppe, Buchstabensuppe und Hühnersuppe. Was geht denn hier bei den Nudeln ab? Alter, warum ist denn das hier alles so leer gefressen? Leute, ich wollte doch nur Spaghetti-Nudeln mitnehmen. Da ist eine Packung offen. Halleluja. Also Nudeln wird, glaube ich, irgendwie bei uns knapp hier, wie ich sehe. Edeka. Was gibt's hier noch? Ich könnte Barilla mitnehmen. Nee, ich nehme jetzt das hier mit. 1,29. Da haben wir 1,49. Ist somit das günstigste. Dann nehme ich die mal mit. Keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. 1,29 Euro, 500 Gramm. Edeka Eigenmarke. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Da unten haben wir noch andere Dinkel, aber nee. Ja, und dann nehme ich noch mal diese Penne-Nudeln mit für 99 Cent die Packung. Ey, als ich vor 2 Jahren mit Pascal zusammengezogen bin, habe ich die Nudeln noch für 39 Cent die Packung gekauft. Krass irgendwie. Was auf jeden Fall immer geht, ist Milchreis. Da nehme ich direkt mal eine Packung mit. Richtig, richtig, richtig lecker. Ich liebe Milchreis. Ich könnte jeden Tag Milchreis essen. Ja, mega. Genau. 1,29 nehme ich eine Packung. Oder doch 2? Nee, eine. Ich bin jetzt gerade hier in dieser russischen Abteilung und gleichzeitig in der polnischen Abteilung. Also das ist hier irgendwie alles so zusammengemixt. Ich wollte jetzt einmal hier Kondensmilch gezuckert mitnehmen in Karamellgeschmack. Oh mein Gott, Leute, das ist so unglaublich lecker. Ich kann das weglöffeln. Viele tun das von euch bestimmt in den Kaffee, also das normale. Diese normale gezuckerte Kondensmilch. Aber das in Kuchen, Leute, oh mein Gott, das ist so unglaublich lecker. Kostet 1,99 €. Einfach lecker, ja. Und dann kommt hier nochmal so ein Hafergebäck mit Rosinen. Das mag meine Mutter sehr, sehr, sehr gerne. Für 2,39 €. Was haben wir hier? Nee. Kekse könnte ich auch nochmal mitnehmen. Aber ich weiß nicht. Nee, ich bleib nur hier bei diesem Hafergebäck. Ich brauche Kartoffeln. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, welche Speisekartoffeln festkochend. Festkochend gibt hier nur 2 Sorten. Also im Prinzip eigentlich egal, welche ich nehme. Da ist nur ein Unterschied von 6 Cent. 2,5. Das sind aber vorwiegend festkochend. Deswegen, ja, nehme ich mal die mit. Hier sind nur so Bröckelkartoffeln drin. Ne? Nur so Mini-Dinger. Hier ist einer schon grün. So oft essen wir keine Kartoffeln. Da muss ich ein bisschen halten. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man gut Kartoffeln lagern kann, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich nehme den mal mit. Dann nehme ich hier nochmal Schoko mit. Schokolade, wie ich immer sage. Und zwar von Fincare oder sowas. Weiße Kokos und Flakes. Das sieht richtig, richtig lecker aus. Gibt es ja auch noch in Nuss. Weiße ganze Nuss. Obwohl, kosten 1,19 €. Nee, kosten 1,39 € da. Ich muss mal nach oben gucken. Ich finde die Preise hier irgendwie ganz blöd gemacht. Ja, dann nehme ich beide mit. Ich habe jetzt hier nochmal Brötchen mitgenommen. Und zwar 2-mal Weltmeisterbrötchen und 3 Rosenbrötchen heißen die, glaube ich. Ah, Leute, das gibt es wieder. Und zwar Twix Spekulatius Gewürz. Oh mein Gott, richtig, richtig, richtig lecker. Die gab es schon letztes Jahr. Feiere ich einfach so unglaublich. Kosten 1,89 €. Und das lasse ich mir jetzt definitiv nicht durch die Lappen gehen. Und dann haben wir hier noch Kinder Happy Hippo für 1,69 €. Dann nehme ich einmal die mit. Super lecker. Okay, Leute. Keine Ahnung, kennt das jemand von euch? Schokospaß heißt das Ganze. 1,39 € kostet das für 3 Stück. Sieht aus wie Knallüberraschung, aber ist es halt nicht. So eine Nachmacher. Ist das jetzt eine Lidl-Eigenmarke?
Finde ich ja richtig cool, wenn die sowas gemacht haben. 1,39 bei 3 Stück mit Überraschung. Geil. Probiere ich mal, nehme ich mit. Ich habe jetzt gerade hier für 3,49 € solche Darm-Thermo-Leggings gefunden. Und ich finde, die haben auch noch so ein richtig tolles weihnachtliches Muster. Finde ich richtig schön. Nehme ich mal eins mit. Ich brauche aber M. Hier haben wir M, aber das ist so normales. Ich hätte gerne eins mit Muster. Hier, eins mit Muster M. Und bei 3,49 € kann man nicht meckern. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. Ich habe jetzt dieses Kasseler Minutensteak hier gefunden für 3,29 €. Da werde ich einmal die Packung hier mitnehmen. Meine Mutter hat gefragt, ob ich Kasseler mitbringen kann. Ich war jetzt im Überlegen, ob ich das obere oder das untere hier mitnehme. Aber ich denke mal, so 5 Scheiben sollten reichen. 5? Ja, 5 Scheiben. Leute, endlich bin ich wieder bei Lidl. Oh mein Gott, probiert mal diese Waffeln. Die sind mit Schoko gefüllt. So unglaublich lecker für 1,49 €. Ich liebe die. Ich inhaliere die so krass weg. Ist halt besser als dieses Standardzeug. Meine Mama mag das lieber. Ich finde das halt um Weiten besser. Ich nehme hier mal eine Packung Baguette mit für 2,49 €. Ich weiß nun gerade echt nicht, welches. Hier sind 6 Stück drin. Champignon oder Salami. Aber ich finde Champignon ein bisschen besser. Schmeckt mir zumindest besser. Ja, dann nehme ich Champignon mit. Dann kommt definitiv eine Packung Curly Fries mit. Oh mein Gott, ich liebe das. Man braucht nicht zu McDonald's gehen. Geht einfach hier zu Lidl. Die schmecken so unglaublich lecker. Kosten 1,99 €. Und dann kommen nochmal Kartoffeltaschen mit Frischkäse und Kräuter gefüllt. Also die hier. Die gibt es auch noch mit Käsefüllung. Allerdings weiß ich nicht, ob es die hier auch bei Lidl gibt. Eine Käsefüllung gibt es hier definitiv bei Aldi. Obwohl, was haben wir hier? In Weich? Ne, das sind Kroketten. Auf jeden Fall kosten die auch 1,99 €. Ey Leute, das ist doch gerade echt ein schlechter Scherz. 3,49 € für eine Packung Käse. Waren die nicht vorher bei 2,60 €? Alter, haben die schon wieder den Preis geändert. Wie soll man sich denn bitte jetzt noch Käse leisten, ey? Nee, lass mal stecken. Aber dann lass ich's. Nee, dann kaufe ich lieber keinen Käse. Ganz ehrlich, nee. Nee. Was haben wir hier? 250 Gramm, 2,49 €. Nee, dann gehe ich jetzt zu Aldi, da ist es noch günstiger. Ich habe hier gerade so einen Stand gefunden mit Gewürzmandeln. Einmal haben wir die hier, Spekulatius-Geschmack. Und dann haben wir hier die hier, einfach nur Gewürzmandeln. Ich weiß jetzt nicht, welche ich mitnehmen soll. Ich finde beide eigentlich sehr, sehr lecker. Moment, es gibt hier noch eine. Hier haben wir Sahne-Kakao. Nee, ich nehme... Soll ich beide mitnehmen? Was kosten die eigentlich? 1,99 €. Ich nehme beide mit. Die haben hier so richtig coole Bücher, Puzzlebücher. Ich finde sowas richtig cool. Ich hatte das in meiner Kindheit auch. Wir haben hier Biene Maya, Peppa Pig haben wir hier. Ja, was haben wir hier ganz unten? Die Eiskönigin, halt so ein Krams. Dann haben wir hier Schleichtiere, Pferdchen. Für 9,99 €. Die Bücher kosten übrigens Puzzlebuch 4,99 €. Was haben wir hier? Basteln, Malen, Rätseln, Sticker. Okay, dann haben wir da unten, glaube ich, noch Puzzle, so Mini-Puzzle, so Kinderpunzel, Punzel, genau, Puzzle, 9-in-1 Puzzle, Carrera, Peppa Pig und da hinten haben wir Mario Kart. Ich glaube, das ist hier so ein Adventskalender, nein, Spieleset ist das, von Playmobil. Dann haben wir hier unten so was fürs Kinderzimmer, das finde ich voll schön. Dann haben wir hier Hausschuhe für den Kindergarten oder für zu Hause. Strumpfhosen. Die haben hier ganz, ganz oft was für Kinder, was ich super toll finde. Oder hier so Baby-Trinkflaschen von Nuuk für 4,95 €. Ich wollte nochmal Chips mitnehmen. Leider gibt es nicht mehr Sour Cream and Onion. Leider. Dann nehme ich einfach Original oder Paprika für 1,29 €. Nee, Leute, dann nehme ich Paprika mit. Original schmeckt ja gar nichts. Ey, das finde ich ja richtig niedlich.
Wir haben hier einmal so einen Hundeschlüsselanhänger für 1 Euro mit so einem Lolli da drin. Hier zum Beispiel. So ganz böser. Finde ich halt einfach super niedlich. Weihnachtsgebäck haben wir hier. Gibt es da irgendwas Interessantes? Peanut Butter. Mag ich leider nicht. Smarties haben wir. Oh, für 1,11 Euro. Tomatencreme. Oh, super lecker. Ich nehme mal 2 Stück hier mit. Haben wir keine mehr zu Hause? Leute, das finde ich ja richtig cool für 99 Cent. Sowas kennt ihr bestimmt von Burger King oder McDonald's oder von irgendwelchen anderen Fastfood-Ketten oder Läden oder Restaurants. Hier einmal Süß-Sauersoße, jeweils 200 Gramm. Finde ich halt cool. Ja, nehme ich aber jetzt nichts mit. Brauche ich nicht. Dann kommt nochmal Aufstrich mit von Milkana heißt das hier. Ich brauche aber Kräuter. Hier, ich glaube, da haben wir Kräuter. Schmelzkäsezubereitung 1,79 Euro und Kräuter, liebe ich. Und dann könnte ich ja noch sowas hier mitnehmen. Aber warum in Plastik? Bei Aldi ist das schon in Papier, also in Pappe, beziehungsweise. Nee, dann lasse ich es. Dann lieber zu Aldi. Unnötig Plastikverbrauch. Ich hätte wieder so richtig Bock auf Stangenspargel, Leute. Der kostet hier 5,99 Euro. Gönne ich mir jetzt oder gönne ich nicht? Ich habe da jetzt richtig Hunger drauf. Ich habe schon so lange keinen Spargel mehr gegessen. Wisst ihr was? Ich nehme einfach mit. Ja, mache ich jetzt einfach. Scheiß drauf. Ich gehe ja gerade eigentlich für meine Mutter mit einkaufen. Aber das bezahle ich dann. Und dann nehme ich noch eine Packung Kaisergemüse mit. Denn ich muss sagen, Leute, bei Aldi ist so oft Kaisergemüse einfach ausverkauft. Das ist nicht mehr normal. Und ich sehe gerade hier Rahmspinat gibt es auch. Da hätte ich auch mega Lust drauf. Mit ganz normalen Spaghetti-Nudeln. Richtig. Spaghetti-Nudeln. Ja, mit, ihr wisst was, Schlangennudeln, keine Ahnung, für 69 Cent. Und Buttergemüse, wenn ich den Preis, die 79 Cent, der hat früher 55 gekostet. Egal, will ich nicht meckern. Es gibt Sachen, die sind wesentlich teurer geworden als Buttergemüse. Dann nehme ich auch nochmal eine Packung mit für 79 Cent. Oh mein Gott, Leute, der größte Fund meines Lebens. 5 in 1 Reinigungstücher von BB für 1,85 Euro. Ich glaube, mein Schwein pfeift 1,85 Euro. Alter Schwede, die kosten mittlerweile 2,45 Euro, 2,50 Euro, 75 irgendwie so. Richtig krass. Dann nehme ich direkt mal eine Packung mit. Und dann nehme ich nochmal von Sunshine, wie auch immer das heißt, Augen-Make-up-Entferner, aber in Waterproof da hinten für 95 Cent. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall hier irgendwo das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Lieben.